Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren drei Tagesbotschaften, jetzt fürs Wochenende oder dann, wenn du sie hörst, dann gelten sie für dich von heute, für morgen und für übermorgen. Ich werde wie immer gleich drei Karten aus dem Lenny-Deck ziehen für unsere Überschriften und dann darfst du entscheiden, ob du den Stapel 1 oder den Stapel 2 haben möchtest, denn dann, da sind natürlich bei den drei Tagesbotschaften immer ein paar Karten, haben sich darunter versteckt und dann wollen wir die gleich dann zusammen deuten, beziehungsweise ich deute sie dann sehr gern für dich. Entscheide dich, ob es die erste, nicht erste Karte, ob es der erste Stapel sein soll oder der zweite Stapel, Stapel links, Stapel rechts, so wie du es heute fühlst und gerne hättest. Wichtig ist, aus dem Bauch heraus und nicht mit dem Verstand. Okay, ich würde sagen, ich ziehe jetzt erstmal hier drei Karten. Heute ziehe ich mal so, normal ziehe ich ja immer so nach der Reihenfolge. Ne? Ich bin ja strukturierter Mensch, also immer ganz wichtig, Reihenfolgen hier einzuhalten. Und dann schauen wir mal, was wir hier an Überschriften für die drei Tage jetzt haben. Da haben wir die Wolken. Da haben wir den Reiter. Und den Bären. Okay, so. Ihr seht, das ist die Hauptsache. Ja, die Wolken sagen ja immer, die bedeuten ja, hier sind noch Unklarheiten. Ne? Vielleicht wartet ihr noch auf irgendwelche Nachrichten, die euch dann endlich, natürlich, wenn man auf Nachrichten wartet, die euch dann natürlich auch dann Klarheit bringen. Ja, und es kommt so. Es kann aber auch sein, dass ihr irgendwas im Kopf habt, was noch nicht komplett durchdacht ist, wo ihr noch Zweifel habt, wo ihr Ängste habt und ja, wo ihr noch so ein bisschen ne, dran hadert. Ne? Also die Wolken haben ja eine helle Seite und eine dunkle Seite. Und hier, wenn sie so als erste Karte dann kommen, ist es so, es kann gut sein, dass man den Wald vor lauter Bäumen auch nicht sieht, weil man einfach noch auf eine Antwort wartet, ein Resultat haben möchte, was irgendwie festhängt oder ne, also alles, was noch nicht so ganz greifbar ist, ne, was noch letztendlich so undurchsichtig ist. Aber mit dem Reiter kommt das jetzt schnell in den Fluss und es kommt positiv auch. Der Reiter steht für positive Nachrichten, positive Aktivitäten. Und dann noch mit dem Bär hier gepaart, ne, der Bär, der uns in die Stabilität, in die Kraft bringt, der uns wirklich hier nicht umfallen lässt. Ne. Also das, was noch jetzt so unklar ist, das wird auf jeden Fall in drei Tagen sich auf jeden Fall zu was ganz Tollem entwickeln. Und es wird positiv sein. Ne? Vielleicht wartest du auch auf eine Nachricht nach einem Bewerbungsgespräch. Ne? Das kann auch gut sein. Oder du hast dich beworben und hast auch noch gar keine Rückmeldung von dem Unternehmen bekommen. Oder wartest als Selbstständiger auf einen Kundenauftrag, der gerade in der Pipeline ist und da weißt du aber auch nicht, wie sich der Kunde entscheidet. Oder du wartest auf Behördenbescheide und ja, weißt auch nicht, bekommst du jetzt das Geld, bekommst du das Geld nicht, bekommst du die Erhöhung oder bekommst du für einen Mietvertrag oder für einen Hauskauf etc., kriegst du vielleicht die Zusage, dass du die letztendlich die Wohnung bekommst oder das Haus. Es gibt da so vieles, wo man sich im Unklaren befindet. Aber seht es hier wirklich, es wird positiv, es wird so sein, wie ihr euch das wünscht. Ne? Also es kommt auch schneller in Fluss, als man denkt. Ne? Also das muss man auch immer dazu sagen. Also die Klarheit kommt schneller und bringt euch auf jeden Fall auch wieder hier in eure Kraft und eure Stärke. Das, was jetzt so ein bisschen, wo ihr denkt, boah, ich bin hier so nicht Fisch, nicht Fleisch, weil ich auf Unbedingte warte, ich bin total stressgeprägt und bin unruhig und alles. Ne? Es bringt euch auf jeden Fall wieder ne, durch diese positive Nachricht, Aktivität, bringt es euch in die Kraft und Stärke. Auch. Es kann auch sein, was ich vorhin auch sagte, ne, der Bär steht ja auch für eine Person. Es kann auch sein, dass es eine Nachricht ist von einer älteren Person und kann auch vom Herzmenschen sein natürlich, ne, kann auch vom Ex-Partner, Ex-Partnerin sein, kann auch natürlich von einem Ansprechpartner sein, was ich vorher noch sagte, ob jetzt ein Personaler oder bei der Behörde, auf jeden Fall ein Mensch, eine Person, kann hier Frau und Mann sein im allgemeinen Orakel, die wichtig ist, ne? Also die Entscheidungen trägt diese Person und
da können auch die positiven Nachrichten kommen, die endlich dann auch Klarheit bringen, ne? Die euch endlich auch wieder ins Vertrauen bringen, weil hier sehe ich, mit diesen Karten seid ihr total kirre und durcheinander auf jeden Fall, ne? Aber das kann gut sein, dass es auch von dieser Person dann diese Nachricht kommt, ne? Und wie gesagt, kann auch Ex-Partner, Ex-Partnerin sein. Kann auch natürlich allgemeine Eltern, kann auch eine Familienmitglied sein, ne? Also das wisst ihr am besten. Aber ich höre jetzt mal auf, wir gucken uns mal die Stapel hier jetzt mal an, weil da können wir dann immer noch am meisten erkennen in der Kombination. So, ihr entscheidet bitte links, rechts, Stapel 1, Stapel 2. Ich starte mit dem Stapel 1 natürlich. Und wir gucken, was die erste Karte uns sagen möchte. Okay, emotionale Heilung. Heile dein Herz von alten emotionalen Schmerz und du wirst neue Segnungen und Liebe empfangen. Schön, oder? Diese Botschaft. Ja, das kann hier sein, dass hier, ne, man kirre ist und so, man aus der Balance geraten ist. Und jetzt zu dieser Stärke wieder kommen darf. Ich nehme aber die Drachenbotschaft mit dazu. Ich nehme ja immer diese beiden Karten. Rosa-roter Drache. Bereitet dein Herz darauf vor, dich mit den höheren Facetten des kosmischen Herzens zu verbinden. Öffne dein Herz für warmherzige Liebe und Diamantlicht. Verbinde dich mit der Liebe des Universums. Wow. Guckt mal, rosa-rot. Dann auch noch die Liebe, Liebe. Ja. Was möchte ich mehr? Das ist jetzt hier meine Karte. Nein, das ist nicht meine Karte. Oder es sind unsere Karten, aber ich habe ja jetzt keinen Stapel gewählt, also beziehe ich die Karte jetzt nicht auf mich, aber trotzdem rosa-rot und die Liebe, Liebe, wisst ihr, das gehört dann auch zu mir. So, emotionale Heilung. Und wie schön ist das denn, wenn alter Schmerz gehen darf? Hier vielleicht sind ja diese Unklarheiten, vielleicht sind die gepaart mit wirklich, mit tiefen Schmerz auch. Ne? Das ist so etwas, was ich immer euch sage. Wir haben, keiner hat das Recht, über jemand anders zu urteilen, beziehungsweise auch Empfindungen des anderen irgendwie groß oder klein zu machen. Jeder empfindet anders. Und vielleicht ist es eine große Stresssituation für dich, wo du sehr darauf wartest, auf diese Aktivität, auf diesen Fluss wieder und dass du in deine Stärke auch kommst. Es kann auch dich persönlich betreffen. Hier, emotionale Heilung in dir. Du bist kirre, du möchtest nach vorne und irgendwas lässt dich aber stagnieren. Du kannst nicht so gehen, wie du möchtest. Und jetzt darfst du in den Fluss kommen, darfst zu deiner Stärke kommen, zu deinem Wachstum hier, zu deiner Kraft auch wieder, ne? Zu deinem Halt auch, ne? Ich sag wirklich, also der Bär verkörpert normalerweise den Fels in der Brandung. Vielleicht bist du normal so, aber irgendwas hat dich aus dem Gleichgewicht, ja, ich will nicht sagen gestoßen, aber irgendwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und jetzt darfst du emotionale Heilung erfahren. Heile dein Herz von alten emotionalen Schmerzen, du wirst neue Segnungen und Liebe empfangen. Und das hast du hier schon direkt mit dem rosaroten Drachen. Bereite dein Herz darauf vor, dich mit den höheren Facetten des kosmischen Herzens zu verbinden. Ja, bleib hier in der Positivität, bleib hier im Vertrauen. Bleib auch wirklich in dem Fluss hier, der hier angezeigt wird, dann kommst du auch zu deiner Stärke. Ne? Dadurch, dass die Wolken die zwei Seiten haben, ist das immer ein Prozess, ne? Weil hier ist die dunkle Seite und wir brauchen Schritt für Schritt dann, um in diesen Fluss zu kommen. Aber der Weg ist das Ziel und wie schön ist es, wenn es hier angezeigt wird, dass du nachher in deiner Kraft bist. Auch wenn du vielleicht noch Sachen manchmal anschauen musst oder solltest auch. Letztendlich sei in der Liebe, sei in der Positivität, sei im Vertrauen, weil dann bekommst du hier auch, das wird ja hier auch nochmal angezeigt vom Universum, auch diese Kraft und diese Liebe auch das zu überstehen. Und dann hast du auch hier die emotionale Heilung, dein Herz wird auch geheilt und gerade von altem Schmerz und von alten Stresssituationen, die vielleicht jetzt gerade noch da sind. Es darf rausgehen, es darf in den Fluss kommen und die Stärke und die Kraft darf hier bleiben und die ist aufgezeigt als Resultat. Aber wir gucken uns mal deinen Heilstein an, das ist der Zitrin. Unnötige Sorgen. Lassen Sie die Sorgen los, die Sie bedrücken und überlassen Sie Gott, der sich um eine Lösung kümmern wird. Wie schön ist das denn, oder? Mit den Wolken habe ich euch gerade noch gesagt, das ist hier wirklich, kann es etwas ganz Stressiges auch bei euch sein. Es können wirklich so auf und ab sein.
Themen sein, die einfach nicht zur Klarheit kommen, die euch einfach auch die Ängste bereiten. Ne? Ist ja, die Wolken lassen ja noch nicht klar sehen. Klar, wenn wir nicht in dieser Positivität sind, auch nicht sein können, weil so viele Themen anstehen, dann können wir auch nicht klar denken und auch nicht klar schauen. Und dann sehen wir auch das Helle auch nicht mehr. Und hier hast du auch nochmal hier total schön unnötige Sorgen. Du musst dir keine Sorgen machen. Vertraue hier. Geh in die Liebe. Es darf alles heilen. Altes wird weggehen. Durch die Liebe geheilt. Und es wird dir auf jeden Fall, ob du an Gott glaubst oder nicht, das sage ich euch auch immer wieder, es wird sich eine Lösung finden, weil du kommst hier in den Fluss. Du bekommst hier auch in diese Positivität, in deine Kraft auch. Und das habe ich ja vorhin gesagt, es können natürlich auch andere Themen sein, die uns hier aus der Bahn geworfen lassen haben halt auch, ne? Wo halt deswegen auch emotionale Heilung ansteht. Wenn man die 500. Bewerbung geschrieben hat und man nicht weitergekommen ist, ist das auch ein Thema, was man in Liebe, in Anführungsstrichen, auch abgeben sollte und auch muss, ne? Wenn solche Karten kommen, weil du musst dir nicht die Sorgen machen, die 501. Bewerbung, auch wenn sich das krass anhört, fruchtet dann, lässt es bei dir wieder fließen, die positiven Nachrichtenaktivitäten kommen, entweder hier von einer Person oder, was ich vorhin auch sagte, es münzt bitte auf eure Situation um, ihr kommt in die Kraft und Stärke dafür. Und das ist ja auch ein Resultat, wenn eine Person auf euch zukommt, jetzt in Bezug auf diese 501. Bewerbung zum Beispiel, und euch positive Nachrichten bringt, dann wird hier auch alles geheilt. Und dann seid ihr im Vertrauen, wenn ihr im Vertrauen dann seid, auch was die Liebe betrifft, ne, die Liebe darf fließen. Und das meine ich auch die Herzensliebe, damit meine ich jetzt keine Person. Kann aber alles hier auch sein, habe ich vorhin ja euch auch gesagt. Ne? Das münzt ihr wirklich, das sind ganz, ganz verschiedene Situationen, die hier jetzt eine Rolle spielen können, aber eine ganz große. Wichtig ist, keine Sorgen zu machen, in Liebe zu bleiben, im Vertrauen und dein Herz zu heilen, weil das bringt dich in die Kraft, in die Stabilität. Und das kommt entweder durch jemanden, dass du wieder dahin kommst, das kann, was die Liebe betrifft, wirklich auch sein, aber auch durch eine Machtperson, einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, die wichtig ist für irgendein Ergebnis, worauf du wartest, in Schriftform, persönlichen Gespräch etc. Hier, bitte bleib in der Positivität, unnötige Sorgen, lass sie los, gib sie ab. Ob jetzt Gott da die Lösung findet, es wird sich auf jeden Fall eine Lösung hier finden. Dann schauen wir uns das Engeleinchen an. Oh, und wie schön ist das denn? Gleichgewicht. Ja, dann kommst du auch wieder ins Gleichgewicht. Gleichgewicht. Der Geist überlässt dem Gefühl die Führung. Gleichgewicht entsteht. Ich bin alles und eins und alles. Ich ruhe in mir. Puh, ich ruhe in mir, das wäre ja was für mich hier. Ich bin jemand, der überhaupt nicht in sich ruht und das ist auch, ja, das ist mein großes Thema, meine Ungeduld und alles. Aber gut, das soll mal hier nicht hier zur Debatte stehen. Ja, wie schön ist das denn? Letztendlich kommst du zu deinem Gleichgewicht auch. Ne? Letztendlich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die positiven Nachrichten, der positive Fluss, was immer bei dir auch ansteht, bringt dich in die Kraft und Stärke. Durch eine Nachricht oder durch dich selber halt auch oder durch eine Person. Bleib in Liebe, vertraue, öffne dein Herz. Lass diese Heilung zu, dass Stresssituationen, dass das, was nicht gut gewesen ist, dass das jetzt endlich zur Klarheit kommen kann, dass es endlich aus deinem Leben, ja, ich sag mal, vielleicht auch rausfließen lassen darf. Ne? Und dann hast du das Gleichgewicht hier auf jeden Fall und die Kraft und Stärke. Mehr geht nicht, Stapel 1. Ich wünsche dir alles, alles Liebe auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns auf jeden Fall jetzt noch den Stapel 2 an. Ups. Was haben wir da gezogen? Zeige deine Individualität. Lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Schön, ne? Wenn man das so gesagt bekommt, ne? So, ich nehme natürlich aber die Drachenbotschaft auch mit dazu, wie immer. Ich zeige sie euch erst, weil noch konnte ich es nicht selber lesen. Aquamariendrache vom Neptun eröffnet dir Zugang zur innersten Weisheit deiner Seele. Spiritualität und Weisheit stehen zu deiner Verfügung. Entwickle deine übersinnlichen Fähigkeiten und empfange unsagbares Seelenwissen. Das muss man aber so auf der Zunge zergehen lassen, oder? Ja, du darfst hier wieder klar sehen, klar dich sehen. Ne? Vielleicht gab es hier irgendwelche wirklich Stagnationen, irgendwelche Geschichten,
wo du gar nicht mehr zu dir selbst gefunden hast. Dein Fluss war gestört, deine Kraft war gestört. Du konntest hier nicht mehr klar sehen. Und deswegen ist ganz wichtig, behaupte dich. Geh hier nicht einfach, ich sag mal auch in Anführungsstrichen, jetzt wirklich hier jetzt mit dem Strom, indem du Ja und Amen sagst, nur um anderen vielleicht zu gefallen. Dann bleib lieber erstmal in dieser in Anführungsstrichen wackeligen Situation, vertraue darauf, dass sich das hier löst, fließt und die Stärke zurückkommt. Denn wichtig ist, dass du deine Individualität, dein Ich auch zeigst. Ne? Hier nicht nur des Gutens Willens hier Ja und Amen sagst, ne? Weil das macht dich letztendlich hier kirre und das verursacht dir absoluten Stress. Lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckt. Ja, du musst dich hier nicht klein machen, definitiv nicht. Du musst niemandem gefallen. Und du musst dich deswegen auch nicht in so eine Position bringen, dass du selber nicht mehr weißt, ob du Fisch oder Fleisch bist, weil du einfach nicht weißt, wie du reagieren sollst, weil du wieder auch gefallen willst, weil du Everybody's Darling vielleicht sein möchtest oder, ne? Das ist für mich ein ganz großes Thema hier. Zeige dich selbst, verstecke dich nicht unter irgendeiner Maske oder so. Wichtig ist, dass du zu dir stehst, weil für mich ist diese Karte ganz klar auch, dass du dich selbst hier nicht richtig siehst. Und dann kannst du im Außen auch nicht alles im Fluss sehen und auch nicht im Fluss fließen lassen. Und deine Kraft kommt dadurch auch nicht zurück, wenn du hier immer sozusagen in dieser Konfrontation mit dir selbst bist. Und hier sagte der Aquamariendrache von Neptun ganz klar, eröffnet dir Zugang zu der innersten Weisheit deiner Seele, wenn du zu dir stehst. Spiritualität und Weisheit stehen zu deiner Verfügung. Entwickle deine übersinnlichen Fähigkeiten, empfange unsagbares Seelenwissen. Ja, aber das kannst du nur, indem du klar zu dir Ja sagst, klar zu dir siehst, nicht immer hier vom Weg abkommst, nicht so wischiwaschi bist, um anderen zu gefallen. Nein, du bist du. Du bist gut, wie du bist. Und dann kannst du auch wirklich zu dir selbst mehr finden. Du kannst es fließen lassen und du kannst in deine Kraft auch kommen. In deine Vitalität, in deine Stabilität, ne? In den Fels, in der Brandung, die du eigentlich oder der du eigentlich auch bist. Ne? Aber hier klein gemacht durch Themen vielleicht, immer angepasst im Außen? Nein, jetzt ist wichtig, dass du auf deine Seele, auf dein Innerstes hörst, weil das ist dein Weg. Absolut. Und du bist beeindruckend. Immer wieder, ne, muss man das auch wirklich hier auch vorlesen und auch dir sagen, dass du gut so bist, wie du bist. Und deswegen darfst du deinen Weg auch gehen. Aber den kannst du nicht gehen und du kannst auch nicht die Klarheit bekommen zu dir selbst und das Ja zu dir selbst und den Fluss auch, wenn du nicht wirklich deiner Seele auch mal zuhörst, was sie möchte und nicht den anderen nur, beziehungsweise allen anderen das Recht machst, um allen anderen auch zu gefallen. Das geht sowieso im Leben nicht, wir können nicht jedem gefallen, ne? Also gehe deinen Weg, ganz, ganz wichtig, weil du bist auch gut genug und wenn dich irgendwas noch hindert daran, Kindheitsthemen, Vergangenheitsthemen, aus Situationen von Menschen, dann schau es dir nochmal an, damit du endlich Klarheit auch bekommst für dich und auch klar sehen kannst, den Schleier von dir wegmachen kannst. Wir gucken uns mal den Heilstein an, da haben wir den Fluorit gezogen. Natürliche Schönheit und Authentizität. Seien Sie einfach Sie selbst, denn Gott hat Sie von Natur aus attraktiv und liebenswert gemacht, innerlich wie äußerlich. Mal wie das wieder passt, oder? Ja, und natürliche Schönheiten, das heißt nicht immer, wir müssen nicht alles immer, die Karten können wir nicht immer eins zu eins übertragen, aber das ist wieder ganz wichtig, authentisch bleiben, dich zeigen, du bist gut, wie du bist schön, wie du bist, wollte ich gerade sagen, jeder ist schön auf seine Art und Weise, ne? Das ist auch immer so ein Trugschluss, wenn man sagt, ja, das ist hässlich, es gibt nichts Hässliches, es gibt auch keine Person, die hässlich ist, es ist alles Sache des Betrachters und ein Segen sind wir alle verschieden und stehen auch auf verschiedene Äußerlichkeiten, auf verschiedene Charaktereigenschaften. Stellt mal vor, wir wären alle gleich, das wäre ja furchtbar. Und deswegen gibt es nichts Hässliches an sich und deswegen auch natürliche Schönheit und authentisch bleiben. Ne? Seien Sie einfach Sie selbst, denn Gott hat Sie von Natur aus attraktiv und liebenswert gemacht, innerlich wie äußerlich. Ja, du bist gut, so wie du bist. Schau in dich hinein, was möchte gesehen werden, was möchte in den Fluss kommen. Das ist wirklich hier dein Schlüsselwort.
wenn du dich akzeptierst und dich richtig betrachtest, das Verschwommene von den Wolken kann auch sein, dass du dich gar nicht mehr gerne in den Spiegel anguckst, dass du dich selber gar nicht siehst, ne? Manchmal nur im Spiegel vorbei huscht, aber dich gar nicht betrachtest. Und das ist jetzt bildlich gesagt. Ich meine aber auch trotzdem dich selbst betrachten, jetzt nicht nur mal vom Spiegel, sondern deine innersten Wünsche. Das, was aus deinem Innersten auch gerne heraus möchte, was in den Fluss kommen möchte, was zu deiner Kraft und Stärke auch bereitgestellt werden soll, definitiv. Und dafür sollst du authentisch bleiben, dafür sollst du dich nicht verbiegen und musst du auch nicht, weil du bist gut so, wie du bist, ne? Und schau in dich hinein. Ganz, also es ist das Ultrawichtigste, schau in dich hinein, was dir gut tut. Und mache nicht alles nur, um zu gefallen. Das ist wirklich total wichtig. Und lass dich nicht klein machen. Weil, wie gesagt, ich brauche es nicht nochmal zu sagen, es gibt nichts an uns, was schrecklich, hässlich etc. ist. Das ist alles Sache des Betrachters und wir sind dafür verantwortlich. Und wir müssen uns manchmal spiegeln und reflektieren. Wenn wir anecken, sollten wir uns immer mal anschauen, was für Charaktereigenschaften wir haben, die einfach nicht passen mit der Welt oder mit gewissen Menschen. Man muss nicht immer alles im Außen suchen, ne? Erstmal bei uns anfangen, auch ganz wichtig. Aber hier ist wichtig, dich zu sehen, endlich dich hier klar zu sehen. Das kommt mir immer wieder, dich klar zu sehen, dich zu akzeptieren. Akzeptiere dich selbst, denn du bist wirklich, wirklich ein toller Mensch und du hast alle Fähigkeiten, hier hinzukommen, wenn du das auch für dich so siehst, wenn du Selbstliebe, Selbstbewusstsein mehr wirklich an den Tag legst und das auch wirklich ganz ernsthaft und auch bewusst auch mit deiner Seele in Kombination wirklich herauslässt und auch, ja, da wieder mehr Vertrauen auch reinbringst. Weil dann kann Selbstbewusstsein und Selbstliebe auch wachsen. Schauen wir uns das Engeleinchen noch an. Da haben wir die Bestimmung gezogen. Bestimmung. Folge dem Stern deines Lebens. Dann wirst du an Scheidewegen die richtige Entscheidung treffen. Oh, das hört sich auch sehr schön an, oder? Ja. Und das ist deine Bestimmung eigentlich hier, dass du in den Fluss kommst, dass du deiner Stärke kommst, dass du nicht mehr wischiwaschi denken musst, dass du nicht mehr nicht weißt, wo du hingehörst, dich nicht akzeptierst, dich nicht klar sehen kannst, dich klein machst, deiner Seele nicht zuhörst, dich nicht vielleicht auch schön findest, dich verstellst, eine Maske trägst, nicht authentisch bist. Jetzt sollst du zu deiner Bestimmung kommen. Das Engeleinchen sagt dir das ganz klar. Deine Bestimmung ist nicht dieses hier. Also sprich das, was halt gewesen ist. Und das ist dein Weg, das zu verändern, um Klarheit zu bekommen. Und ich lese dir gerne mal vor. Bestimmung. Folge dem Stern deines Lebens. Dann wirst du an Scheidewegen die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, und deswegen brauchst du nicht everybody's darling sein. Du musst nicht jedem gefallen. Deine Bestimmung wirst du finden, du wirst ja deine Kraft hier wieder kommen, du kommst in den Fluss, wenn du endlich zu dir stehst, wenn du deine Selbstliebe wieder wachsen lässt, wieder kommt mir gerade so, vielleicht war sie mal da, aber ist untergegangen, durch was, durch wen auch immer und bleib authentisch. Das ist ganz, ganz wichtig, deine Bestimmung ist nicht in eine Maske zu tragen, sich immer zu verstellen, hinter den Wolken, hinter dem Schleier, die Wolken sind auch ein Schleier, so heißt das Wort, ne? Also das ist wirklich so, definitiv. Deine Bestimmung ist es nicht. Deine Bestimmung ist, du zu sein, weil du bist so, wie du bist, gut genug und du bist ein wunderbarer Mensch mit all deinen Facetten und mit all deinen Themen. Also bitte bleib so auch, wie du bist, weil dann kommst du weiter und dann bekommst du die Klarheit auch für dein Leben. Und das ist das Wichtigste. Du möchtest ja dein Leben auch neu kreieren, neu gestalten und möchtest dich immer nicht nur verstecken, möchtest dich nicht immer klein machen, möchtest nicht gesehen werden, kommt mir gerade auch durch die Wolken, ne? Dieses nicht gesehen werden, auch ein ganz großes psychologisches Thema, ne? Nicht gesehen werden, das möchte hier alles raus, es möchte in die Verwandlung, es möchte in die Veränderung. Geh bitte diesen Weg und diesen Prozess auch. Ich drücke dir dafür ganz, ganz doll die Daumen, aber ich weiß, dass du das schaffst. Ihr Lieben, dicken Drücker und ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Tagesbotschaft hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.